in der Tat eine Form haben, öffentlich auch Hetze gegen Flüchtlinge zu betreiben, wo ich Ihnen sagen möchte, ich halte Sie politisch für mitverantwortlich dafür, dass jede zweite Nacht in Deutschland ein Flüchtlingsheim brennt. Und ich will Ihnen mal sagen, Sie sind auch verantwortlich für sowas. Ja. Es gibt hier Steckbriefe, zum Beispiel dieses hier mit meinem Kopf drauf, wo Sie Steckbriefe für demokratische Politiker machen. Das macht Ihre Jugendorganisation. Vergleichbares hier, Ihr baden-württembergische Partei im Wahlkampf. Steckbriefe gegen demokratische Politiker, wo sie die bezichtigen, an Mordfällen sind zum Abschuss freigegeben, ja, mit Pistolen drauf. Sowas macht Ihre Partei, das verantworten Sie. Parteien, die sowas machen, richten unser Land zugrunde und die werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Und Sie können ganz sicher sein, diese 152 Jahre alte Sozialdemokratie, die wirklich genug Erfahrung mit Demokratiefeinden hat, die erkennt die und die bekämpft sie. Und da schüchtern Sie niemanden ein und da ist Ihr freundliches Gesicht in der Talkshow das eine. Aber die Realität ist das andere.